So, vielen Dank für die Interviewchance. Und meine erste Frage ist gleich, wie bist du zur Politik und zur Sozialdemokratie gekommen? Ich bin in einem total politischen Haushalt aufgewachsen, schon in der x-ten Generation. Also war immer politische Diskussion ganz normal bei uns, auch schon mit den Großeltern und so weiter. Alles sehr politische Leute und alles Linke. Also das heißt, das habe ich mir nicht überlegt, das war so und es hat mir immer sehr gut gefallen. Zur Sozialdemokratie de facto, auch als Mitglied und als sozusagen Mitarbeiterin, Mandatarin etc., bin ich aber 2000 gekommen, als die Wende in Österreich zu Schwarz-Blau war. Da habe ich mir gedacht, okay, es muss mehr an Bekenntnis da sein, als halt alle fünf Jahre das Kreuz zu machen und auch sonst politisch sich zu engagieren. Also es gibt ja nicht nur die Parteipolitik, wo man sich engagieren kann. Aber jetzt möchte ich es wissen und ja, da war für mich die SPÖ so die einzige Wahl. Und ich habe auch immer einen guten Kontakt zu meinem Bezirk gehabt, das ist die Brigittenau, also zur SPÖ Brigittenau. Ich war ja lange Streetworkerin im 20. habe den Bezirk immer geschätzt und auch die SPÖ dort und den Vorsteher und alle Genossinnen und Genossen, die uns sowieso als Jugendarbeit sehr positiv gegenüber gestanden sind, immer geholfen haben, immer für die Jugendlichen auch da waren. Also das war schon ein gutes Feeling, da dazu zu gehören. Also im Prinzip ist die Sozialdemokratie ja eigentlich eine Art Kultur, wie man miteinander umgeht. Und was bedeutet sie für dich jetzt im Speziellen? Oder wo sagst du, merkt man sie besonders? Oder wo merkst du sie besonders? Also für mich ist das Schönste, dass die Sozialdemokratie eine Bildungsbewegung ist. Also die, die sich auskennen, wissen ja, dass die Sozialdemokratie auch in Österreich aus den Arbeiterbildungsvereinen begründet wurde. Also die sind älter als die SPÖ selbst. Das heißt, es ist immer darum gegangen, Menschen ein neues Leben zu ermöglichen, und zwar durch Selbstbestimmung und durch Selbsterkenntnis und durch eigene Arbeit und durch eigenen Aufstieg und auch durch Erkenntnis, durch Bildung, durch Interesse und auch durch Solidarität und Internationalität. Also die schönsten sozusagen Visionen der Sozialdemokratie waren und sind, die Bildungsbewegung zu sein, um Menschen zu ermächtigen, und die internationale Solidarität. Ist es für dich im Live-Umgang mit Menschen immer leicht, das auch zu leben? Für mich persönlich ist es leicht. Das ist, weil ich sozusagen als ein Glückskind bin. Ich habe eine tolle Familie, meine eigene, aber auch aus der ich komme, also meine Eltern, meine Schwester etc. Also es hat uns nie etwas gefehlt. Vor allem meine ich jetzt gar nicht so sehr in finanzieller Hinsicht, sondern was Sinn und Liebe und Glück betrifft. Insofern bin ich da sehr gut ausgestattet, das weitergeben zu können und auch viel tragen zu können. Das mache ich gern, es belastet mich nicht. Das heißt, im Prinzip inspiriert dann dich deine Familie eigentlich auch, oder? Familie und Menschen überhaupt. Also ich bin ein sehr positiver, optimistischer Mensch, auch den Menschen sehr zugewandt. Ich finde es nicht naiv, wenn man es gute Menschen glaubt und daran arbeitet, dass es zum Vorschein kommt. Also ja, das ist möglich und es ist auch deswegen möglich, und da schließt sich der Kreis zur vorigen Frage, wenn man Kinder durch Liebe und Unterstützung und Bildung ausstattet für ihren Lebensweg, dann werden sie den positiv meistern können und auch Positives weitergeben können. Also sozusagen Liebe kommt einmal von der Selbstliebe, die man dann teilen kann, genauso wie Frieden dann existiert, wenn ich sozusagen mit mir im Reinen bin und wenn ich was geben kann, wenn ich nicht selbst arm bin im Sinne von, mein Leben ist sinnlos. Das stimmt, ne? Eigentlich hast du die nächste Frage ja auch schon direkt beantwortet. Das ist eigentlich auch so ein Punkt, wo jemand, der jetzt mit der Politik selber vielleicht nicht voll am Hut hat, wie man so schön sagt, das auch am ehesten wahrnehmen kann, oder? Und spüren. Genau.
Also eigentlich im täglichen Miteinander, wenn ich das so... Ja, absolut. Ich glaube, wir sind da. Da sind wir, glaube ich, auch besonders gut im täglichen Miteinander. Also die SPÖ ist ja vor allem in Wien auch noch immer eine sehr breite Bewegung mit vielen, vielen Leuten. Das Schönste in der SPÖ Wien ist ja zum Beispiel auch, nicht nur in Wien überhaupt, aber bei uns, wir sind halt echt noch viel, ist natürlich auch, dass es ganz wurscht ist, woher du kommst und wer du bist. Also wenn du in die Sektion kommst oder im Bezirksausschuss, der Bezirksorganisation, zum Beispiel SP Brigittenau, dann ist es vollkommen wurscht, ob du da daherkommst als Oberarzt oder ob du daherkommst als Hausmeisterin oder ob du halt gerade leider Hockenstadt bist, weil dort sind alle Genossinnen und Genossen und die Herkunft und der Stand zählen nicht. Es ist auch nur unsere Bewegung und die der Gewerkschaft, wo man sozusagen Kraft der eigenen Leistung ganz hoch steigen kann, auch zum Beispiel ohne akademischen Abschluss. Gell? Also ich meine, viele glauben ja nach wie vor, es ist eine besondere Kunst, einen akademischen Abschluss zu erhalten. Also ich glaube das nicht, obwohl ich einen habe. Aber sozusagen, nachdem es klar war, dass ich von meinem Zuhause unterstützt werde, ja, hätte ich halt aus eigener Blödheit da scheitern können oder aus Faulheit oder sonst was, aber aus keinem anderen Grund. Menschen, die aber diese Unterstützung nicht haben, müssen sie entweder irgendwo finden, also in unserer Gemeinschaft, ja, oder sie können sich auch durch eigene Leistung und Fleiß und sozusagen Unterstützung auch anderer Menschen hocharbeiten, wie unser Sozialminister Rudi Hunsdorfer oder auch viele andere, ja, denen halt, weiß ich nicht, die Sponsion fehlt, aber sicher nicht die Bildung. Ja, und das ist das Wichtige und das ist auch, zeichnet uns auch sehr aus. Eigentlich ist das ja wirklich auch das Schönste, vor einem Menschen wertgeschätzt zu werden, weil man etwas tut oder weil man was leistet für die Gemeinschaft. Genau. Welche Zukunftsmodelle siehst du für die SPÖ? Vielleicht jetzt auch in Wien? Ich glaube, dass wir uns mehr wieder überlegen müssen, auch in der Partei selber und unseren Strukturen, sozusagen, wie wir uns ins Gemeinwesen einklinken, wie wir mit den diversen NGOs, Vereinen und so weiter näher zusammenrücken können, wie man selber sozusagen zu einer Ehrenamtskraft auch wieder werden, wie wir es auch einmal waren. Ja? Das heißt, wie können wir tatsächlich selber auch als SPÖ Lerncafés organisieren, Nachbarschaftstreff für ledige Mütter, ledig ist eh wurscht, aber ich wollte sagen, alleinerziehende Mütter, ja, und so weiter und so fort. Also ich glaube, eine Aufgabe an der Basis ist sicher auch wieder, neben mehr politischer Diskussion auch tatsächlich die Unterstützung und die Netzwerke vor Ort als Partei zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, dass es nicht richtig ist, wenn wir uns da ganz auf die Stadt Wien verlassen. Also die Zeiten, wo Stadt Wien ist gleich SPÖ Wien, die gibt es so nicht mehr. Natürlich ist der Magistrat und auch unsere Einrichtungen sozusagen von unserem Geist durchsetzt. Das muss ja auch so sein, nach sozusagen Jahrzehnten an sozialdemokratischer Führung hier in Wien. Aber trotzdem ist es nicht dasselbe. Und es muss die Partei aber meiner Meinung nach selber auch diese Angebote leisten und sich sozusagen einklinken in die Grätzl und in die Gemeinwesenarbeit. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist tatsächlich die Diskussion tiefergreifend zu führen mit den eigenen Mitgliedern, aber auch Wissenschaft, Kunst, glaube ich, ist vor allem ein Bereich, wo man Ökonomie, wo wir gemeinsam diskutieren müssen, was ist das alternative sozialdemokratische Modell zu einem besseren Leben und was bedeutet für uns das gute Leben? Ja, im Prinzip hast du das ja mehr als ausführlich für mich beantwortet. Dann danke ich im Hinterzusammen für das gute Gespräch. Danke. Und super.